Lena, wie viel Konfetti sollen wir denn noch machen? Wir brauchen ganz viel. Dieses Jahr teilen wir mal richtig viel Konfetti aus. Die Jungs aus meiner Klasse sollen auch richtig abbekommen. Malte auch? Natürlich, besonders Malte und Lukas. Am besten, wir machen den ganzen Sack voll. Puh, da haben wir aber noch zu tun. Am Narrentreffen im Dorf muss total viel los sein. Malte hat mir gerade geschrieben. Er ist nämlich schon da. Da bin ich ja gespannt. Ah gut, ihr habt eure Kostüme schon an. Wir wollen gleich los. Mama, ich muss das Konfetti mitnehmen. So viel? Ja, ich will alle einseifen, die ich kenne. Du meine Güte. Aber das ist doch umständlich zum Tragen. Können wir nicht den Handwagen mitnehmen? Das wäre eine Idee. Dann könnte ich mich außerdem ziehen lassen, wenn ich keine Lust mehr habe zu laufen. Schau, das passt. Das ist perfekt. Okay. Ich finde es toll, dass wir dieses Jahr als Gruppe gehen. Ja, Papa, du siehst süß aus als Bär. Oh, danke. Ich gehe schon mal vor und klingel bei Lisa. Ist gut, wir kommen auch gleich. Hallo Lena, du siehst ja cool aus. Danke, du auch. Das war echt anstrengend mit dem Konfetti-Lochen. Mehr habe ich leider nicht zusammenbekommen. Das reicht doch, das ist super. Hoffentlich treffen wir viele Leute. Ja, hallo. Hallo. Hallo Lisa. Hey Anna, du willst dich aber nicht die ganze Zeit ziehen lassen, oder? Das wäre gemein. Lena, das muss sein. Ich bewache nämlich das Konfetti. Ah ja. Hey Lisa, hier wohnt doch unser Fasnachtsmuffel Herr Pauli, oder? Ja, genau. Komm, wir legen ihm eine Ladung Konfetti in den Briefkasten. Ja, damit er wenigstens ein bisschen Fasnacht hat. Ziemlich was los hier. No! Wow, hier geht es ja schon richtig ab. Wie cool! Da ist Sigi, Lisa, Sigi! Nimm Konfetti! Schnell, ich brauche Konfetti für Sigi! Hey, Sigi! Hey, ihr Klein! Lisa! Lena! Was macht ihr denn? So, einmal Karussell gefahren. Ja, jetzt ist mir schwindelig. Als erstes können wir mal ins Café und schauen, was da los ist. Okay. Ich habe Efi gesehen. Da drüben. Mama wartet, ich will schnell zu Efi. Aber natürlich nehme ich ein bisschen Konfetti für sie mit. Hallo. Hallo Efi. Naro. Seid ihr schon lange da? Schon eine Weile. Meine Eltern wollen hier noch etwas zu essen holen und dann gehen wir wieder nach Hause. Und du? Wir sind jetzt erst gekommen. Dann noch viel Spaß. Tschüss. Danke, tschüss. Wollt ihr vielleicht einen Donut? Okay, ja. Zwei Milchkaffee und drei Donuts bitte. Danke. Könnt ihr bitte die Donuts nehmen? Cool, das sind ja richtige Fasnachtsdonuts. Lecker. Wenn ich nicht schon eine Krone hätte, dann könnte ich mir die jetzt aufsetzen. Die Krone nehme ich auf jeden Fall mit nach Hause. Klar, ich auch. Papa, es ist so laut hier drin. Ja, komm, wir gehen wieder. Sollen wir mal da um die Ecke schauen? Ja, okay. Hast du Malte und Lukas schon irgendwo gesehen? Die müssten hier auch irgendwo sein. Nein, bis jetzt noch nicht. Ich habe sie gerade gesehen. Ich auch, sie sind in den Burgerladen gegangen. Da sind so viele Leute drin, dass man gar nicht mehr zur Tür reinkommt. Vielleicht können wir ja später nochmal vorbeikommen. Schade, jetzt sind uns Malte und Lukas entwischt. Die werden wir irgendwann schon noch kriegen. No! Schau mal da! Ein Hexenwagen mit Konfettibad. Oh, da gehen wir lieber schnell dran vorbei. Ja, nicht, dass sie dich schnappen, Mama. Ja. Beim Friseur scheint noch Party zu sein. Da spielt gerade eine Guckenmusik drin. Cool! Möchtet ihr einen Lolli? Gerne! Ja, danke! Bitteschön! Ich mag Guckenmusiken. Die machen immer richtig Stimmung. Ja! Hast du gesehen? Da drüben stehen Rosabella, Sissi und Tiffy. Oh nein! Halt, was? Rosabella hat das gleiche Kostüm an wie ich? Das geht ja gar nicht! Ausgerechnet Rosabella! Boah, wie mich das jetzt ärgert! Ja, aber da kannst du jetzt eben auch nichts machen. Ich würde mich am liebsten umziehen. Ach Quatsch, einfach ignorieren.
Oder eine Portion Konfetti überschütten. Au ja, gute Idee. Wir schleichen uns von hinten an und verschwinden dann gleich wieder. Okay, los. Oh nein, ich habe Konfetti am Rücken. Und ich auf dem Kopf. Wer war das? Keine Ahnung. Gehen wir weiter, Mama? Von mir aus. Ich habe leider schon keinen Konfetti mehr. Wir haben noch. Dort hinten ist noch eine Piratenhöhle. Frau Fischer! Naro! Anna, hast du Konfetti dabei? Ja, wir haben selbst welches gemacht. Ich habe John gesehen. Wo? Hinter der Frau mit den Blumen. Den schnappen wir uns. Hallo John! Naro! Oh Mann! Viel Spaß noch! Danke! Ach, Mist! Jetzt habe ich bestimmt noch Konfetti in den Socken. Unser Vorrat ist schon recht geschrumpft. Stimmt, leider. Da sind Lukas und Malte. Pass auf, da kommen Lena und Lisa mit Konfetti. Hinterher. Oh nein, schnell weg. Mist, sie sind uns entkommen. Die haben gemerkt, dass wir Konfetti dabei haben. Dann warten wir eben, bis sie sich wieder vortrauen. Ich leg das Konfetti wieder rein. Oh, Tim aus meiner Kindergartengruppe. Der ärgert mich doch immer. Der bekommt jetzt mal Konfetti ab. Hey! Etty! Schau, da tauchen die beiden wieder auf. Dann los! Oh nein, wir haben gar kein Konfetti mehr. So ein Mist, das darf ja nicht wahr sein. Gerade Malte und Lukas wollten mir doch eine Konfetti-Dusche verpassen. Wow, was geht denn jetzt? Oh, die Hexen haben Lena. Uiuiui. Lena! Freut euch nicht zu früh. Ich hab nämlich den Sack dabei und sitze direkt an einer Konfettiquelle. Jetzt darf sie wieder raus. Oh, oh nein! Das dauert bis Weihnachten, bis ich den letzten Konfetti von mir weg habe. Tja. An Fasnacht sollte man wohl auch süße Bärchen nicht unterschätzen. Gebt diesem Video einen Daumen nach oben, wenn euch die Geschichte gefallen hat. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss!